Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt oder sowas ähnlichem, denn es gibt einen neuen Simulator da draußen. Und zwar ist es der City Transport Simulator Doppelpunkt Tram von ViewApp, einer unserer Lieblingsentwickler. Und die Community ist nicht ganz so glücklich, dass der Tram Simulator jetzt also draußen ist. Beziehungsweise der Name lässt vermutlich schon implizieren, Doppelpunkt Tram, dass da vermutlich noch ein Bus oder sowas dazukommt. Ja, es ist ein Tram-Simulator in der fiktiven Stadt Tramau, wo man mit drei unterschiedlichen Trams, Stand von dem Video, fahren können. Und das Ganze im Early Access und ja, ist nicht so ganz geil. Zu den Bewertungen kommen wir dann noch gleich, beziehungsweise wir werden es dann selber spielen. Ja, wer jetzt ViewApp nicht kennt, ViewApp sind die Entwickler, die so tolle Sachen gemacht haben wie der City Driver, den Tramsim München und den Tramsim Vienna mit DLCs sowie auch OMSI Add-ons. Und da habe ich jetzt schon mein erstes Problem. Die haben die beiden Tramsims rausgebracht und die sind jetzt wie abandoned. Da kommt nichts mehr, aber sie machen jetzt den City Transport Simulator. Why? Geht mir gerade im Kopf nicht ein, dass man da jetzt wieder komplett was Neues macht, anstatt dass man vielleicht das Bestehende da mal weiterentwickelt. Vor allem habe ich das Gefühl, das da ist ein bisschen ein Cash-Grabbing, bestehende Assets, was man schon hat, mal wieder neu zu verkaufen in einer neuen Stadt halt drin. Denn die Trams haben wir soweit eigentlich auch schon. Bis auf die ganz neue hier, meinte ich. Und der Early Access Roadmap ist auch irgendwie, ja, keine echte Roadmap, finde ich. Also wir haben hier da diese drei Goals, bevor das Spiel offiziell fertig sein soll. Da haben wir in der ersten Phase in Ulfa 1 Quickplay als Early Access Goal, Postkarten-Sammelobjekt. Ja, wenn man das so anführen möchte, Kreuzungs-Tutorial verbessert die Spielerfahrung für Anfänger. Gut, das lasse ich mal durchgehen. Aktualisierte Handbücher, wenn man das als Goal drin haben will, okay. Aktualisierter Charakterauswahl, Bildschirm und Titel, ja, okay. Verbesserung der Umgebungsgeräusche, das kann man vielleicht als Goal drin lassen. Verbesserung beim KI-Verkehr oder vielleicht generell KI-Verkehr. Ja, okay. Zweiter Stage, moderne Wiener Straßenbahn. Was könnte das wohl sein? Karrieremodus Teil 2. Okay, Kartenerweiterung, das ist nächstes Goal. Okay. KI-Züge im Hauptbahnhof. Gut, ja, gut. Kann man machen. Aktualisierte Ladebildschirme mit Spieltipps und Geschichte von Tramau als Early Access Goal. Also, Aufgaben-Missionssystem. Ja gut, das kann man als Goal drin lassen. Mailbox-Tipps und Vorschläge, die auf der Zufriedenheit der Fahrgäste basieren. Okay. Darüber hinaus, als, sagen wir mal, Stretch Goal. Sammelobjekt Nummer 2. Okay, dynamisches Wetter, das ist ein Goal. Mehr Fahrgast- und Wagenvariationen. Ja, kann man machen. Nochmal eine Kartenerweiterung. Gleisereignisse und Störungen. Gut, das kann man auch drin lassen. Und dynamische Fahrgastaufkommen. Also das Ganze da wirkt so, als hätte man sich da irgendwie Sachen aus der Nase rausgezogen. Hauptsache, hier stehen Sachen drin, weil das Spiel nicht fertig ist. Oder besser gesagt, man wollte halt jetzt den Cash machen und man bringt das Spiel halt so halbfertig raus mit einem Haufen Bugs und tut einfach da seine To-Do-Liste noch mit rein. Aber ja, okay. Das Geile ist, beim Tramsim Vienna, der ist ja, wann ist er rausgekommen? 2020, haben sie folgendes mal geschrieben. Und zwar war das hier ein Community-Update vom 4. Jänner. Und da steht drin, wir schätzen eure Leidenschaft für Tramsim und verstehen und sehen die Täuschung bei manchen Usern. Obwohl wir zu diesem Zeitpunkt keine neuen Funktionsupdates oder Inhalte für die neuen Strecken für Tramsim bestätigen können, glauben wir, da wird vermutlich nichts kommen, dürfen wir aktiv alle Optionen, um die bestmögliche Erfahrung unserer Community zu gewährleisten. Siehe neues Spiel. Wir wollen auch festhalten, dass wir Tramsim über die Jahre bislang mit vielen Verbesserungen, neuen Funktionen und kostenlosen Inhalten über den initialen Release hinaus stetig gepflegt und verbessert haben. Okay. Das war 4. Januar diesen Jahres. Wann kam denn das letzte Update? Ja, das ist ein Sale. Das ist irgendein Livestream. Das ist wieder ein Sale. Wieder ein Video. Da gab es ein Dev-Update mit Inhalten, die bis jetzt noch nicht aufgetaucht sind. Das ist nochmal ein Sale. Ah, da ist ein Patch. Wann war denn der? 2022. Mhm.
Das gleiche auch bei Trumps in München. Der ist rausgekommen 2021. Schauen wir doch da mal rein. Das war ein Sale. Das war ein Stream. Das ist ein Sale. Das ist ein Sale. Ah, 2022 war da das letzte Update. Also so viel zu Pflege. Das macht es noch ein bisschen fraglich, wie es dann mit dem City Transport Simulator Tram weitergeht. Wenn, was er sieht, die Umsätze nicht so gut da sind und die Community dann eh schon schlecht drauf ist, dass das dann auch wieder so ein Wendentwehr wird. Das wollte ich schon mal loswerden. Was sagen Sie denn da? Wozu denn Early Access? Wir bieten den CTS Trams als Early Access an, weil wir glauben, dass wir mit dem Import unserer Spiele das beste Spielerlebnis schaffen können. Ja, das sieht man bei den letzten Tram-Sims. Wir haben eine umfassende Roadmap mit Funktionen und Verbesserungen, die wir in den kommenden Monaten in das Spiel implementieren wollen, die du weiter unten in den FAQ nachlesen kannst. Die habe ich euch gezeigt. Also wirklich umfassend ist es eigentlich nicht. Unsere langfristige Vision für City Transport Simulator ist es, im Laufe der Zeit zusätzliche Verkehrsmittel, Karten und Modi einzuführen. Da wäre das, was ihr schon meintet, eventuell, dass da eine Bus-Variante oder Taxi-Variante dazukommt. Diese werden über neue kostenpflichtige Veröffentlichungen, DLCs und Erweiterungen hinzugefügt und werden nach der Vollveröffentlichung des Spiels separat erhältlich sein. Kleiner Hinweis, der Publisher ist Dovetail Games. Also freut euch da schon mal, was da so kommen wird. Okay, wie soll sich eigentlich die Vollversion vom Early Access unterscheiden? Wir sind so zuversichtlich, dass du mit CDC Jam ein großartiges Spielerlebnis haben wirst, aber wir werden den Early Access Zeitraum auch nutzen, um das Spiel zu verbessern oder es auch fertig zu machen, mit neuen Funktionen und Inhalten, Quality of Life Verbesserungen und so weiter. Mit der Veröffentlichung des Early Access können, wo ist es denn mit den Finalen? Genau. Aktuelle geplante Verbesserungen und neue Inhalte während der Early Access Phase veröffentlicht werden und in der Vollversion erhalten sein werden. Das ist quasi eigentlich die ganze Liste und der Roadmap. Das ist dann Stand jetzt plus das da in der Vollversion innerhalb von einem Jahr. Hinweis, die obige Reihenfolge dient als grober Anhaltspunkt für die Reihenfolge, in der wir sie bearbeiten werden. Änderungen sind vorbehalten. Man kommt in die erste Erweiterungen. Ah, weitere Erzählungen zu Tramau. Das Spiel kommt dann das nächste. Tutorials. Interessant, dass das so weit unten ist. Wie sieht es denn aus mit weiterer Karte? Aufgaben und Missionen, auch relativ weit unten, das gleiche mit dem Wetter. Na? Haben wir hier die Karten gar nicht mit dabei? Ah, doch, da. Gott sei Dank ein bisschen weiter oben. Was ist denn so der jetzige Stand vom Early Access? Wir haben die Straßenbahn R22B, die Stadt Regetram und den Ulf A1 und den Ulf B1 können wir bedienen. Wir haben den Sandbox-Modus mit Zugang zu Nord, Süd, Ost, West und Querschnitt in der Tramakarte. Das entspricht mehr als 100 möglichen Linien. Das ist einmal so eine schräge Zahl. Also, ja, klar, kann man natürlich kreativ sein. Wir können Tutorials fertig machen. Wir können einen Teil von der Karriere spielen. Und wir können den Straßenbahnbetrieb anpassen. Wir können das Logo ändern, etc. So kleinen Teil Blödsinn. Ja, das sind so Sachen, die ich jetzt erstmal loswerden wollte, bevor wir in das Spiel überhaupt selber reinschauen. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt mal. Und dann schauen wir uns mal so an, was da View App so für uns bereitgestellt hat. Ja, und da wären wir im Spiel drin. Ich habe schon mal das Tutorial gespielt. Ist jetzt nicht wahnsinnig aufregend. Aber ich hatte auch da schon den ersten. Nach dem ersten Tutorial geht es weiter ins zweite Tutorial, wo einem die Signale erklärt werden. Und dann ist der Ton einfach nicht mehr da. Das ist ein bekanntes Problem. Das gab es auch schon bei den alten Spielen. Da muss man das Spiel einmal neu starten. Und dann hat man wieder einen Ton. Naja. Gut, also, wir haben jetzt hier den Modus Karriere zu spielen oder Sandbox. Wir bleiben in der Karriere drin. Es gibt dann auch hier noch das Benutzerhandbuch, um sich das nochmal anzuschauen. Wir könnten jetzt direkt eine Fahrt starten auf einer der Linien, die wir haben. Momentan kann ich hier nur den Ulf A1 fahren. Und dann hätten wir hier noch den Kollegen und den hier und den B1. Gut, das wäre mal das. Wir gehen jetzt erstmal in Mein Betrieb verwalten. Das ist die aktuelle Stadt, in der wir hier beim Bus-Simulator Linien machen können, Fahrzeuge zuweisen und dann natürlich auch selber fahren. Okay, ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir uns mal eine neue Linie hier bauen. Die Linie und die da oben, die sind bei Standard schon da. Wir wollen was Eigenes.
Wir sagen neue Linie erstellen. Und dann haben wir hier die ganzen Startpunkte, wo wir hier starten können. Und ich würde sagen, wir starten hier auf dem Platz. Und dann kann man die nächsten Haltestellen hier aussuchen. Und er zeigt immer nur die nächstmöglichen hier an. Ich würde sagen, nachdem das ja mit den Zügen da bei diesem Hauptbahnhof war, fahren wir da so Richtung Hauptbahnhof. Dann da runter. Zum Rathausplatz. Und was ist es, wenn wir hier eigentlich wieder einfach retour fahren? Das geht nicht. Interessant. Ja, dann einmal löschen. Dann sagen wir, wir fahren hier runter. So, am Blumenmarkt. Dann wäre die Linie hier fertig. Nächster Schritt. Jetzt können wir hier auswählen, ab wann die Linie startet, wann die Endzeit ist und was für ein Intervall gefahren soll. Was ist sie zum Beispiel alle 10 Minuten? Und die Pausenzeiten. Ja, können wir, glaube ich, erstmal bei 5 Minuten so belassen. Okay. So, dann Fahrzeuge auswählen. Ich habe da zwei schon mal gekauft vom A1. Können wir hier sagen, zwei zuweisen. Wir bräuchten eigentlich nochmal zwei, aber wir belassen es erstmal bei zwei. Und sagen, nächster Schritt. Jetzt können wir dem einen Liniennamen geben. Was es sieht, das ist jetzt. Ja, was machen wir denn? BT1. Avora Tram 1. Kurzname der Linie. Mache ich auch BT1. Okay. Könnte man noch einen IBIS-Code definieren. Das, was ich finde, eigentlich 12 ganz gut. Und einen Linienfarbton. Ja, lass mal bei dem roten. Okay, dann haben wir jetzt hier nochmal die Übersicht. Dann könnte man jetzt hier sagen, Linie speichern und Spiel starten. Ich würde erstmal sagen, speichern und verlassen. Dann wäre die hinterlegt. Und dann sagen wir jetzt hier mal Fahrt starten. Wir könnten jetzt hier noch eine Lackierung auswählen. Ich habe jetzt nur Original und Tramau. Das ist jetzt mal Original drin. Der Ulf A1. Fahrzeug auswählen. Ich würde gerne die D1 fahren. Wir starten hier oben. Fahren bis nach da unten. Und wann fahren wir denn? Sagen wir mal 10:30. Okay. Also Fahrzeugzustand können wir noch nicht ändern. Das kommt noch im Bau, also sprich Kaltstart. Wir sagen jetzt mal Vorbereitungszeit 5 Minuten im Führraum vor der Straßenbahn. Ja, sagen wir mal vor der Straßenbahn. Dann können wir uns die noch in Ruhe kurz ansehen. Ich glaube insgesamt, ja, 22 Kilometer, glaube ich, sind es. Straßennetz. Okay. So, jetzt kann ich mich bewegen. Das ist unser Tram. Die Dinger funktionieren dynamisch, je nachdem, wie die Linien eingestellt sind. Unsere Tram, die City, mit Werbung. Schauen wir uns mal den Ulf an. Ich meine, wir kennen den schon aus dem anderen Tram-Sim. Und ich vermute mal, ist es genau das gleiche Modell. Vielleicht ein bisschen aufgehübscht und angepasst. Die ganzen Kollegen versinken im Boden hier drin. Und wollen, glaube ich, einsteigen. Vielleicht machen wir hier mal die Tür auf. So. Einmal aufmachen. Und Türen freigeben. Steigt's mal alle ein. Ja, also sie wandern durch die Sitze durch. Aber immerhin, sie setzen sich einigermaßen sauber hin. Und laufen auch durch die Tram durch. Moin. So wie auch durch uns. Ach, schade, dass es kein... Der Zentralschlüssel steckt in der Kabine. Oh, wir könnten da also das Rangierpult aufmachen. Wenn wir denn müssten. Sollten hier drin vielleicht auch noch das Licht anmachen. BT1 am Blumenmarkt. Okay. F halten zum Hinsetzen. Drücke U. Ja, machen wir mal.
Mit Tür geschlossen, Kabinenlicht können wir hier einschalten. Wir haben noch das Notlicht, Fahrgastraumbeleuchtung machen wir mal an. 3 Minuten haben wir noch. Ach was, das machen wir wieder aus. Scheibenheizung, Zentralschlüssel, Richtungsschalter. Dann hier der ganze IB-Spaß. Wir können auch hier die Weichensteuerung, wenn wir denn wollten. Wir... Ich weiß gar nicht, in welche Richtung wir da müssen. Wird vermutlich noch angezeigt. Ja, und es sind ansonsten die Standard-Jump-Controls, wie ihr es auch im Tram-Sim auch kennt. Das ist noch ganz cool. Die Kamera funktioniert. After Games, das müsst ihr euch mal merken, wie sowas funktioniert. Okay, können wir hier ansonsten irgendwas anderes machen? Nö, das ist In-Orb. Okay. Ja, zum Fahren ist es auch ziemlich einfach. Wie beschleunigen? S ist Bremsen, also beziehungsweise Kombihebel nach hinten. A ist gleich sofort auf Nullstellung. Mit Q und E können wir hier den Blinker steuern. Und mit J machen wir die Türfreigabe. Mit M machen wir sie wieder retour. Mit 1, 2 und 3 haben wir die Weichensteuerung nach links, vorne und nach rechts. Ansonsten der ganze Rest ist im Handbuch drin. Man darf sich auf die Automatik nicht verlassen. Es ist mir schon passiert, dass man hier auf viel geleitet wird. Also darauf achten, wie die Weiche da liegt. Gut. Minute 30 noch. Ach ja, wir haben noch diese Kamera hier. Da kann man hier uns einigermaßen umschauen beim Fahren, wenn wir denn möchten. Wir haben hier auch die Außenkamera mit F3. Wo die Kamera dann wieder genauso tolle Sachen macht wie bei Train Sim World. Das glaube ich werden wir später noch erleben. Gut. Ansonsten, ach, da oben wäre die Bahnlinie. Wo momentan noch kein Verkehr ist. Wir könnten natürlich auch verfrüht losfahren. Das ist eine Option. Interesting. Ja, wisst ihr was? Wir fahren mal vielleicht ein bisschen verfrüht los. So. Ich vermute mal einfach, dass wir nach rechts müssen. Yes. Haltestelle Goethestraße. So, da vorne aber diesmal rechts. Ne? Lassen Sie mich rüber. So, jetzt dürfen wir fahren. Steuerung, Fahrzeugmenü. Ah. So quasi ein schnelles Menü für die Lichter etc. Was anblicken wir jetzt? War doch Fahrt. Oder schon wieder zurückfallen. Ich habe dich nochmal hingesehen. Okay. Da vorne geradeaus. Weiche passt mit 20 hier drüber. Und dann haben wir hier eine 30er Stelle. Also die Fahrzeiten sind ein bisschen sportlich eingestellt. Da hat man seinen Halt.
Sehr gut. Bitte einmal einsteigen oder aufsteigen. Und die wollen alle nicht mitfahren. Ja, die klitschen alle in den Boden rein. So, los geht's. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Haltestelle Hauptbahnhof. Übergang zur Linie 1. Da vorne kommt wieder eine Ampel. Für unsere Fahrt. Jo. Und da rechts haben wir unseren Hauptbahnhof. Weiche ist auch gut. Das sieht auch schon so nach einem Platz aus, dass dann hier irgendwas mit einem Bus kommt. So, herzlich willkommen im Hauptbahnhof. Guten Tag. Gut, genau. Auch da, die versinken wieder im Boden drin. Details. Nächster Halt, Konstanzgasse. Ja, können wir noch ein bisschen weiter raus. Die Deutsche Bahn. Den Trabauer Hauptbahnhof. 15 Sekunden. So, ich würde sagen, wir fahren mal ein bisschen früher ab. Da hinten war meine andere Tram. Eine von den neuen. Haltestelle Konstanzgasse. So, ist nach links und wir können fahren. Ey, was soll denn das? Du hast hier rot gehabt. Geht aber gar nicht. Ich habe jetzt noch nicht getestet, wie es aussieht mit den Gleisen und Co. Aber das kommt noch. Jetzt haben wir erstmal hier die Route hier fertig fahren. So, wunderbar. Zwar nicht ideal, wie ich fahre, aber ich komme zumindest an. Wahnsinn, was für ein Gedränge hier drin. Da, auch wieder im Boden drin. Okay, Abfahrt. So, jetzt. Ampel sagt auch Fahrt. Sehr gut. Und 50 angesagt. Ja, wunderbar. Haltestelle Unterer Ring. Wobei, ich weiß nicht. Auf 50 fahren.
Hallo, schönen guten Tag. Sehr gut. Ja, hier ist ein bisschen schlimmer. Also, sie haben auf alle Fälle hier noch ein bisschen was zu tun. Also, ich würde mir auch mal ein bisschen wünschen, dass so ein bisschen Abwechslung kommt bezüglich den Leuten, was sie mit Schirm und Koffer und so weiter. Und natürlich Wetter. Dann Defekte. Darf nicht mehr fahren. Und natürlich Kartenerweiterung. Kann ich mit M die Karte aufmachen? Nee. Ich glaube mit Escape. Weil das ist ein bisschen überschaubar. Ich glaube, das hat man dann schnell mal durchgefahren hier. Mit den Trams. Jo, komm, gib Fahrt. Ja, jetzt. Wunderbar. Haltestelle Rathausplatz. Okay, da vorne soll's nach links. Die Weiche steht nach rechts. Dö. Weiche. Ah. Weiche, wie sieht's aus? Da muss ich die Phase abwarten. Ne, interessant. Die Weiche macht nichts. Wenn ich noch ein bisschen näher ran müssen, ne? Die stellt sich nicht um. Haben sie das vielleicht eingestellt, dass man die händisch umstellen kann? Mit der also mit der Stange. Ach so. Mach mal auf da. Was ist denn das jetzt? Okay. Nope. Da kann ich nichts machen. Da hinten geht es übrigens weiter rein, theoretisch. Ja, spannend. Vielleicht, wenn ich noch ein Stückchen nach hinten fahre. Rückwärts bewegen. Rückwärtsautomatik. Sehen wir mal. Warten, bis das ZSG gestartet ist. Ich will nicht vorwärts fahren, ich will rückwärts fahren. Ah. Du kannst Input-Tag Input verwenden, um die Rückfahrkamera zu verwenden. Ah, ja, interessant. Wo ist nochmal die Bodenmarkierung? Da war die erste, dann gab es noch eine zweite. Na, wo ist die zweite? Ich dachte, da ist die zweite. Okay. Dann hätte ich jetzt gern wieder nach vorne. Okay.
Wir machen hier nochmal nach links. Kriegst du es jetzt mit? Ah! Jetzt hat er es mitgekriegt. Bin ich ihm da zu schnell reingefahren? Jetzt haben wir natürlich eine schöne Verspätung. Nein, ja, was soll's. Nice, einmal Durchfahrt. Ja, liebe Leute, tut mir leid für die Verspätung. Aber ich bin nicht so verspätet, dass sogar der Marker weg ist. Ja. Packt jemand aus? Jo. Nicht in die Tram reinlaufen. Nicht gesund. Gehen da einfach so straight drüber, ne? Das müsste ich schon mal mit Autos sehen. Haltestelle Lilienstraße. So. Nach rechts. Sehr gut. War das jetzt richtig? Ja. Halt wird angezeigt. Das war dezent grobes Bremsen. Gibt's bestimmt auch noch Punktabzug für sowas. Was machten Sie da? Ach so, die wollen aussteigen. Ja, ist leider gerade noch nicht. Müssen wir noch warten hier. Es ist ein bisschen mäh, dass der Ton immer wieder so abkattet und dann einfach wieder neu startet. Jetzt war der Loop nicht sauber. Ja, das könnte jetzt noch einen kleinen Moment dauern, bis wir hier weiterfahren können. Aber ich habe so Boost Simulator 21 Vibes hier mit ihm drin. Jö, yeah, Abfahrt. Ach, er da. Okay. Yeah, Verlaufsdie 6. Ich glaub, das soll da nicht stehen. So, schönen guten Tag. Wieder einmal einsteigen. Gut, sie will nicht einsteigen. Kein Problem. Tür wieder zu. Wer nicht will, der hat schon. Hätte längere Pausenzeit machen sollen. Ich kann dann eigentlich gerade direkt wieder losfahren. So, 30 ist hier angesagt dann. Haltestelle am Blumenmarkt. Fahrtende. Bitte aussteigen. Achtung Kinder, bitte nicht überfahren.
So, Weiche geht nach rechts. Das ist schon mal gut. Wo genau ist jetzt so unser Endhaltepunkt? Wird doch nicht das hier sein, oder? Sag mal, bin ich gerade falsch gefahren? ich dachte, ich muss nach rechts fahren. Ich könnte jetzt natürlich da rückwärts fahren. Was irgendwie geil ist. Oder wir fahren jetzt einfach mal so eine kleine Runde. liebe Fahrgäste, wir haben uns leider verfahren und müssen jetzt einen kleinen Umweg fahren. Dass das eigentlich immer geradeaus bis dann nicht mehr geht. Ajo. Da freue ich jetzt drüber. Dann sehen wir halt noch einen kleinen anderen Teil von der Karte hier. Oh nein! Die ist ja auch falsch. Du wirst jetzt nach links gehen. Du wirst dich jetzt nicht nochmal umstellen, oder? Jetzt bin ich schon zu weit, ne? Ich bin echt nicht gut. So. Rückwärts. Danke. Du bist mit dem Auto zusammengekommen. ja. Was genau macht das Spiel, wenn ich damit einen zusammenstoß? Das Auto dann einfach weg? Ja, der despawnt das Auto. Okay. Dann hätten wir das jetzt auch schon mal herausgefunden. Vorwärts bitte. Danke. Was jetzt hier nochmal sagen? Ich möchte nach vorne. Nee, interessanterweise macht er das nicht. Also ich weiß, dass eine Linie noch hier vorne fährt. Das ist die allererste da. Ich muss weiter nach hinten. Oh, da wisst ihr was. Wir schauen uns auch mal eine andere Linie an. Das war gerade eine kleine Chaosfahrt. Also, bis gleich. So, da waren wir jetzt schon doch wieder im Spielmenü. Wir gehen jetzt mal hier in die Sandbox rein. Und die Sandbox ist eigentlich de facto das gleiche wie der Karrieremodus, nur dass halt einfach alles freigeschalten ist. Wir haben hier Linie verwalten, auch wie in der Karriere. Da hat es diese ganzen Linien schon vordefiniert. Die können wir bearbeiten, wenn wir möchten. Wir können auch was Neues anlegen oder ansonsten halt auch einfach fahren. Das wird dann hier so gehen. Benutze definierte Fahrt starten. Hier können wir uns jetzt die Tram aussuchen. Ich würde sagen, wir nehmen hier mal die neue Züri-Tram hier. In der Originallackierung da. Und sagen, wollen wir die Linie 1 fahren? Ja, fahren wir die Linie 1 und starten. Freimutplatz bis zum Hauptbahnhof. Um 7:30. Vorbereitungszeit 3 Minuten. Ja, im Führerstand. Dann schauen wir mal, was die neue Tram da so kann. Umgebungssound ist schon mal da. Mhm.
da braucht er jetzt wohl ein bisschen länger. Na komm schon. City Transport Simulator, gib Gas. Okay, da wären wir hier drin. Machen wir hier mal die Türen auf. Gas sieht interessant aus. Digitaler Rückspiegel. Beiden Seiten. Ich glaube, ich bin kein Fan von dieser roten Lackierung hier drin. Fahrgastlicht einschalten. Ich möchte mal kurz aufstehen. Tür auf, Dankeschön. Schon mal das mal hier kurz geben. Die kann ja in zwei Richtungen fahren, deswegen auch die Türen auf beiden Seiten. Okay. Da sind die Dinge da. Ja, ich erkenne es wieder. Jetzt müsste man aber selber mitfahren können. Und da der andere Führerstand. Okay, ja. Kann man gelten lassen? Gar keine Anzeige hier drin, hä? Ich meinte, die hatten Anzeige hier drin. Ja, gut. Kabinentür wieder zumachen. Dankeschön. Wir setzen uns mal wieder hin. Abfahrt in einer Minute. Das ist der Kollege von draußen. Ja. Sternhaferverkehr. Ist das eine echte Lackierung? Ich bin kein Traumexperte, aber wenn das eine echte Lackierung von irgendwo ist, gerne in die Kommentare reinschreiben. So. Das war die Kamera hier. Wir gehen mal da rein. Ich glaube, wir werden soweit abfahrbereit. Jetzt mal kurz auf die Karte gucken. Links. Links. Rechts. Links, links, rechts. Diesmal möchte ich mich, wenn es geht, nicht verfahren. Gut. Ich würde sagen, wir fahren mal ein bisschen verfrüht ab. Zug vorbereitet. Nö, da brauchen wir aber ein bisschen mehr Schmackes hier. Sogar die Sonnenblende runter machen. Haltestelle Baumhornstraße. Ich stelle es einfach gleich mit ein. Nach links. Das sieht richtig aus. Blinker vergessen. Jo, schönen guten Tag. Okay. Einmal Türen auf. Und dann geht's auch nur links mit 20 mal wieder. Irgendwie bei jeder Kreuzung. So, bin zu. Danke fürs Warten. Fürs ineinander warten. Haltestelle Kaiserpark. Übergang zur Linie 2. Lass mal ganz kurz schauen. Wir müssen nach links. Das sieht man jetzt auch gerade im HUD. Die Symbole sind sich am Überschneiden.
Da war der Weiche falsch. Sehr. Hä? Ah doch, hat funktioniert. Dachte schon. So. Abfahrt. Die laufen da einfach drüber. Mhm. Das musst du. Oh, ein Kollege. Moin. Oh, auf der Linie 1. So, und jetzt? Unterlegst du wieder rechts. Haltestelle Oberer Ring. Übergang zur Linie 2. Jetzt habe ich auch wieder das Symbol, was nicht überlappt. Schönen guten Tag. Sehr gut. Okay, die Weiche ist noch geradeaus. Hier rechts aktiviert. Jo. Perfekt. Haltestelle Ringensteinstraße. Okay, und jetzt eigentlich immer geradeaus. Bei der zweiten Haltestelle dann links. Oh, 30. Ah ja, das passt schon. Da jetzt aber der 50. Ui, da stehen noch ein paar Leute. Ich glaube, wir brauchen mehr Trams hier. Aber ganz ehrlich, wenn man das hier so im Sandkastenmodus bauen kann, für was brauche ich dann eigentlich die Karriere? Weil die Karriere, ja gut, muss halt zigtausend Mal die Strecken abfahren, dann kannst du die Trams freischalten. Hm. Kann man es eigentlich gleich analog wie Trainship World machen, dass alles verfügbar hast, machst du halt deine Linien und gut ist. Also macht das Wirtschaftssystem halt noch ein bisschen interessanter. Gut, abwarten. Also, wirkt so ein bisschen wie Proof of Concept. Also, der Haltestelle Hauptbahnhof West. So, diesmal war es. Achso, na, erst nach der Haltestelle. Okay. Die Weiche liegt richtig. Ein einziger. Und alle zum Hauptbahnhof. So, sehr gut. Es ist schon ein bisschen krass, Tramnetz hier, die Kreuzung.
Haltestelle Hauptbahnhof. Fahrtende. Bitte aussteigen. Oh, hier ist 20. Sollte ich ein bisschen Piano machen und wir müssen da vorne nach links. Das sieht gut aus. Nur die Weiche nicht ganz so. Ich glaube, wir hätten da gerade ausfahren sollen. Ja, es ist der Hauptbahnhof. Müssen die Leute mal kurz auf den anderen Bahnsteig gehen. Klein wenig verfahren. Ja, wir hätten noch runterfahren müssen. Ja, mein Gott, lass ich durchgehen. So. Steigen Sie trotzdem aus? Ah ja, Tatsache. Und steig sogar ein. Ja, gut. Wir steigen mal kurz aus. Machen wir die Tür auf da. Dankeschön. Aufmachen. Das war so der erste Einblick in den Transport Simulator von View App. Er hat schon so einige Bugs noch drin. Der Karrieremodus ist so, ja, kann man machen. Die Trams sind okay, die Leute sind am Durchbacken. Es braucht definitiv noch zum Beispiel das Wetter. Es braucht irgendwie noch zum Beispiel kalt aufrüsten. Also man sieht, dass irgendwie da ist, aber noch kommt. Early Access Roadmap sieht nicht so spannend aus, mal abgesehen von den Kartenerweiterungen. Und ja, für 33 Franken ist es ja ein bisschen wenig Inhalt. Ich würde vielleicht noch ein bisschen warten. Gibt es da vielleicht einen Monat oder zwei Zeit? Ich bin nach wie vor enttäuscht, dass sie den anderen Tramsim halt jetzt einfach sterben lassen. Wegen dem, also ich, haben sie nicht offiziell gesagt, aber es sieht so ziemlich danach aus, dass sie jetzt dann hier damit weitermachen. Und wenn man dann hier ein anständiges Streckennetz hat, mit dem man ein bisschen rumspielen kann. Vielleicht sogar Multiplayer, aber das wage ich mal zu bezweifeln, dass es kommt. Dann könnte schon was werden. Sie müssten sich jetzt wirklich nur dahinter klemmen, dass sie aus dem auch was Anständiges machen. Ich sehe es mit gemischten Gefühlen. Wie seht ihr das? Schreibt das in die Kommentare rein. Bis dahin, ich wünsche euch mal eine gute Fahrt und ich drehe mal noch eine kleine Runde. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.